Hallo und willkommen zurück zu H1Z1. Ich weiß nicht warum, aber ich bin gerade hier auf der Hütte wieder zu mir gekommen. Aber nun gut. Nichtsdestotrotz werden wir uns jetzt ein bisschen nochmal hier umschauen. Würde ich sagen. Würde ich. Pfeile. Wegen leise und so. So. Craften. Pfeile kann man nur gewohnt. Zu Kraft. Also, Kraftmaximum. Ach, das ist neu. Würde ich sagen. So, wie sieht's aus bei uns? Lied aus, alles gut. Soweit. Gut. Dann schauen wir uns. Oh. Haust du eine Figur, du musst eh was essen, sonst aussieht. So sieht es besser aus. Ich habe nichts dafür. 1500 brauche ich. Schade. 800. 100. Oh Mist. Naja, egal. Bleibt die Flinte da erstmal liegen. Ist zwar ein bisschen ärgerlich. Hier liegt auch eine Machete. Aber ich habe ja eh keinen Platz dafür mehr. Deswegen sollten wir uns jetzt erstmal ein schönes Plätzchen suchen, wo wir dann nicht mal uns eine kleine Base bauen. Oh, nee, nee, mach die zu nochmal. Erstmal gucken wir uns noch ein bisschen um. White Shirt. So. Mist, kann ich nicht nehmen. Alles voll oder was? So, dann gucken wir mal. Hier, das lasse ich mal kurz fallen. Ist ja sowieso jetzt erstmal nur im Wege. So, na gut. Haben wir noch irgendwas Schönes hier? Natürlich nicht. Brown Jeans. Können wir auch kaputt machen. Kriegen wir noch Clothes-Klamotten raus, Alter. Kleidungsstücke. Das nehmen wir auch alles mit. Man weiß ja nie. Aber dass ich die Tür von lasse, ey, voll Idiot. Na gut. Ich möchte aber ganz gerne da oben in die Hütte nochmal reinschauen. Kurz auf die Map geguckt, Position E7. Hier hinten immer noch. Hier hinten immer noch. Die Hütte gefällt mir. Da muss ich auch nochmal einen Blick reinwerfen in das Häuschen. Tut zu. Cool. Kann auch gleich aussetzen. Ja. Das ist eine alte Schutzbrille auf dem Typ. Kompass haben wir schon. Munition. Alles mitnehmen. Munition ist immer gut. Oder soll ich hier die Sonnenbrille nehmen? Wo haben wir sie denn jetzt?
Ey. Drop. Jetzt habe ich eine Sonnenbrille auf. Ich gehe schon voll schwul aus. Egal. Oh, eine tolle Hütte, aber hier ist irgendwie nicht so viel drin. Ich wollte gerade sagen, hätte doch zwei Stockwerke. Sehen, was hier oben noch so schönes ist. Nee, müde bin ich nicht. Ich will nur nicht schlafen. Dass die Tür aber nach innen aufgehen müssen. Mir mal voll Latzhauen. Irgendwie ist hier tote Hose gerade so ein bisschen. Aber das soll uns nicht stören. Nee, da nicht. Hier noch was? Medikamente? Innen sind alle Türen zu, ist auch wunderlich. So, was ist das für ein Ding? Ach, wahrscheinlich, Alter. Alter, Leichensack. Munition, Junge. Die nehmen wir natürlich mit. Für unsere 9mm Pistole. Ach, hier, scheiß Ding, das war auch gleich kaputt. So. Wir behalten die mit zu und setzen uns nicht so ein Tuch über den Kopf. Das ist ein altes Kondom. Ich hab keinen Bock drauf. So, wo war jetzt hier der Ausgang? Ach ja. Jetzt bin ich hier im Garten. Okay. Jetzt versuche ich noch was. So. Da packen wir rein. Stock. Oh, cool. Noch was zum Reinpacken? Nö. Oder können wir uns hier so Barrikaden bauen? Ich probier das gleich mal. Craften. Ich brauche 8 Woodsticks dafür. Ja gut, aber wir wissen ja, wie es aussieht. Ich habe hier noch ein paar Bären. Wo ist das Weiß, wie ich höre ihn doch holen. Los ab. Böser Wolf. Naja, scheiß auf den bösen Wolf. Pech gehabt. So, gucken wir uns mal hier die Hütte an. Oh, 44er. Uiuiui. Jetzt natürlich auch in sich. 38er. Da ist noch mal so ein Cappy. Ach, jetzt bin ich voll. Naja, dann lass mal die Scheiße auch liegen. Munition kann ich auch nicht mehr mitnehmen, schade. Ich hab. Oh, er springt aber hoch. Wer holt den hier? Irgendwo muss ja hier so ein Kackwolf sein. So, kurz auf die Karte geguckt. Norden. Ich möchte jetzt ganz gerne mal, wo möchte ich denn hin? Wir sind immer noch Position I7. Ich würde sagen, gehen wir uns mal Richtung Norden. Da entlang. Noch Feuer. Oh, kann ich nicht mal die 9mm mitnehmen? 2 Stück, komm. Hat ich's gebracht, cool. Naja, guck mal, wie soll ich die 2mm mitnehmen? Ja, die 9mm. Was ist kaputt? Jetzt hat uns die Tür festgehalten. Die miese Tür hat uns festgehalten. So, was habe ich gesagt? Im Norden.
Das ist alles eingezäunt. Angst! So, hier hätten wir schon mal eine Straße. Oh, oh, da möchte ich hin. Machen durch, so. Kam Vieh aus dem Nichts gerannt. Kackvieh. Und ein paar Bären mit hier. Ich bin mal gespannt, was uns hinten erwartet. Richtung Westen laufen wir jetzt. Position H7. Okay, müssen dahin lang sein. Ich muss aufpassen, das ist ja hier auch noch immer PvP-Leute. Nicht, dass sie mich hier gleich ummachen. Also ein bisschen verdeckt halten. US Army. Irgendwie ist keiner von denen hier. Wahrscheinlich alle. Oh, oh. Wieder aus dem Turm. Lappen. Tja, der liebt dich. Oh, hier ist auch so eine geile Pumpgun. Und na gut, ich wollte für die Pistole was. Oh, ich brauch so viel Platz. Die braucht so viel Platz. Hier die, oh, 9mm. Oh, 2 9mm. Junge, Junge, Junge. Wie viele Waffen hier auch rumliegen. Na gut, aber ich bin erstmal bewaffnet. Den stehen auf. Oh. Vielleicht war das jetzt Fehler hier in die Stadt. Weil das ist alles voller Zombies. Aber wir laufen jetzt mal ein Stück weiter. Boah, eine Menge Zombies. Aber vor nichts kommt nichts, ne? Würde ich sagen, verbarrikadieren wir uns erstmal hier in so einer Hütte. Brauche ich nicht. Wo ist denn der Ausgang wieder? Ach, hier. Boah, deine Mutter, Junge. Extrahieren Blut. Wer weiß, was das bringt. Nicht viel, aber nehmen wir es mal mit. Na komm, die Pfeile auch noch. Och komm. Die Pfeilen stellt er sich auch immer an. So. Ich mache jetzt kurz einen Prozess mit den Scheißviechern. Ich hoffe, ich lock damit nicht so viele ein. Das ist blöde. Ja, alles Käppi. Er hat nichts, wa? Doch, er hat auch was. Ach, auch mal das Käppi. Naja. Gehen wir noch ein bisschen weiter hier. Auch wieder so altes Cap. Gibt es nicht noch einen Stahlhelm? Sehr geil. Aber wie gesagt, habe ich ein paar Munition mitgenommen. Zwar nicht viel. Aber das, was ich tragen kann. So. Du fühlst dich nicht müde genug. Sondern hier, Atmat. Ach ja, hier können wir irgendwelche Sachen ablegen. Vielleicht mal. Schauen wir mal. Oh, ein alter Stock. Der wie ein Arsch steckt. Den alten Stock kann er sich richtig in den Arsch stecken.
So, Fernglas haben wir schon. Brauchen wir nicht. Boah, wo bin ich jetzt hier gelandet, Alter? Genau in der Stadt. Und hier ist alles voll mit Zombies. Oh, geil. Ich hoffe, ich komme da auch hin, ohne dass sie mich gleich anfallen, die Spinner. Ich möchte ganz gerne nochmal hier in die Hütte reingucken. Boah, hier sind echt viele Zombies. Was ist das jetzt? Sind wir schon welche verbarrikadiert drin, oder? Schade, komme ich nicht in die Hütte. Nehmen wir erstmal die hier. Mit dem Licht muss ich aufpassen, nicht, dass wieder einer auf mich schießt. So. Alles voll da draußen mit den Scheißviechern. So, hier ein paar alte Kleiderbügels. Kleiderbügels. Oh ja, eins, one Medikamente. Wie sieht es denn aus mit meinem? Nutz mal so ein Dings. Oh, Hunger hat auch schon wieder. Scheiße. Habe ich hier nicht irgendwo? Mal sehen, das bringt wahrscheinlich nichts. Barbecue Chicken, haus hier rein. So, und er hat keinen Hunger mehr. Nehmen wir mal Dirty Wasser. Sehr schön. Daraus kann ich ein Messer bauen aus dem Stahlmatten. Boah, gibt's doch nicht. Ja, die Pfeile. Sollte ich hier lang gehen? Nein, erstmal nicht. Wir verstecken uns hier nochmal in der Hütte. Wir ziehen uns hier erstmal zurück. Aus Angst. Wo soll es hin? Wurde doch bestimmt hier angeschlichen. Da draußen steht er, der Penner. Na gut, meine Freundin, der Schall mache ich einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge zu H1Z1. Tschüssen.